Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Kanal. Heute kommt Free-to-Play Tag Nummer 5. Es wird wieder sehr, sehr geil werden. Wir knacken heute, beziehungsweise, ich weiß noch nicht, ob wir ihn knacken werden, aber wir werden versuchen, den Rekord im Free-to-Play-Projekt zu knacken. Das heißt, wir wollen die höchsten Trophäen erreichen, die erreicht wurden. Plus, wir spielen unsere allererste Challenge. Wir sind jetzt Level 8 geworden. Das heißt, wir können Challenges spielen. Wird sehr, sehr nice werden. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da, wenn ihr keine weiteren Videos zum Free-to-Play-Projekt verpassen wollt. Und benutzt gerne Creator Code Flobby im Shop, wenn ihr euch ein Angebot oder ein Battle Pass holt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir gehen rein. Wir spielen gegen Jremex. Okay, wir haben gestern ja schon die 5K gehabt eigentlich. Und dann haben wir Bixman im Call gehabt. Und Bixman hat uns ein bisschen davon abgehalten, dass wir gut pushen konnten. Das war mir nicht so angenehm. Macht trotzdem CW-Kampf. Ja, den CW-Kampf werde ich auch so oder so trotzdem machen. Aber ich werde zuerst die Challenge machen. Also die Challenge ist in dem Sinne wichtiger, weil wir dort noch mehr kriegen. Wir machen natürlich trotzdem den Clan-Krieg. Logisch, logisch, Chat, logisch. Logisch, logico, logisch. Wir wollen ja auch die geilen Fights haben gegen irgendwelche Leute aus der Community, die uns wechseln und trotzdem verlieren. Ah, Hilfe, ich habe den mit Fanrang missklickt. Schade eigentlich. Aber er zappt noch, deswegen ist es vermutlich sogar worth. Oh, er hat eine Skelettarmee. Er hat einfach eine Skelettarmee. Er hat einfach eine Skelettarmee. Wir bringen erstmal den Golem rein und jetzt müssen wir nur noch die Skelettarmee nailen und dann haben wir gewonnen. Er hat halt Level 12 Ramme, ne? Also Widerramme. Irgendwie kann man mit Level 12 Widerramme verlieren. Er verliert mit Level 12 Widerramme. Schon bitter. Oder also ich denke nach der Reaktion oder nach 19:30, irgendwie sowas. Okay. Und wir streamen so bis 2015 circa. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Hey, Lumberjack rein. Nightwitch rein. Sehr, sehr, sehr gut. Magieschütze rein. Skelett haben wir einen Knick, weil die Pfeile raus sind. Und wir haben gewonnen. Und gleich haben wir schon die 5K. Dann können wir so entspannt gleich die Challenge machen. Wobei, so entspannt wird das, glaube ich, gar nicht werden. Das wird schon ziemlich das Tryhard werden. Aber ich habe Bock auf die Challenge. Wird sehr, sehr geil werden. Ja, das könnte noch gut werden. Oh mein Gott, er hat den Cage gefällt. Toll. Hey, ich glaube, wir haben gewonnen. Warte mal, kriegt der meinen Turm down, der Dark Prince? Nee, ne? Ich hab gerade kurz Panik, weil meine Truppen halt so, weil meine Türme halt so schwach sind, aber es ist ja kein Level 1 Challenge gerade. Nice, das haben wir gewonnen. Wir haben 5000 Trophäen geknackt. Let's go. Geiles Ding. Der Real Jupiter kann sich einmal waschen gehen. Denn das war nicht gespielt wie der Real Jupiter. Soon, Shoppy Soon, Shoppy Soon. Ich hätte Lightning können, hätte ich gewonnen gehabt. Egal, jetzt kann ich auch Lightning, habe ich auch gewonnen. Außer der platziert halt den perfekten Ofen jetzt. Junge, hä? Wieso weiß der, dass er den so platzieren kann? Junge. Wieso? Der spielt so weird, Mann. Der spielt so kacke und dann aber auch wieder gar nicht so kacke. Also der macht so zu 90% schlechte Plays, aber so zu 1% macht er dann so mega okay Plays. Wo er so auf Anti-Bait spielt und so. Ja, holy shit, weirder Typ. Ey, wir haben gewonnen. Wir sind höher als Morten und Bixman im Projekt. Let's go, easy. Ja, Morten, was ist los? Was ist los? Wieso nur auf 5-1? 5001 Pokale. Was ist los bei euch? Ihr müsst mal ein bisschen Gas geben hier. Wir sind einfach, wir laden das Game neu für den Flex, wir laden das Game neu für den Flex. So, zack und Screenshot an der Stelle. Damit hat Toprak COC auch einfach den Platz 1 erklimmt im Free-to-Play-Projekt und damit können wir jetzt auch dann in Rente gehen. Let's go, schönes Game. So, damit haben wir jetzt das erreicht, was wir, komm, ein Game noch auf Risiko, aber dann können wir nicht droppen. Nein, die 5000 Gold sind jetzt noch nicht so wichtig, die holen wir uns demnächst ab. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir hier ein gutes Deck bauen. Wir bauen Golem, oder? Ja, dann gehen wir rein damit, oder? Das sieht gut aus. Gutes Golem-Deck, oder? Sieht aus nach einem Golem-Deck. Ich würde behaupten, damit kann man auf jeden Fall was erreichen. Vielleicht ist meiner noch besser. Meiner dann statt Feuerball. Ich glaube, ja, ich glaube, man spielt. Ich glaube, Spells unterlevelt bringen nicht so viel. Weil dann kann ich so Truppen nicht killen. Das ist nervig. Ich glaube, ich spiele auch mit meiner und ohne Feuerball. Okay, let's go. Hä? Was ist das denn jetzt? Ich weiß aber jetzt auch nicht so ganz verstanden, oder? Ja, meiner war es jetzt nicht. Hä? Hey, sein Turm geht down. Hilfe. Herr Kollege, dein Turm. Ja, was ist das denn jetzt gewesen? Dein Turm ist trotzdem down. Das weiß er aber, oder?
Und das haben wir gewonnen. Guck mal, wie nice es sich anfühlt, wenn man nicht unterlevelt ist. Ich hätte dieses Game verloren gehabt wieder, wenn ich unterlevelt gewesen wäre. Also so komplett. Aber es sind halt nur so, meine Türme sind unterlevelt, der Hunter ist unterlevelt, der Nader ist unterlevelt und vielleicht noch eine Karte. Und das ist halt, geht halt voll klar. Es ist voll chillig. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, 8-0 schaffen wir. 8-0 schaffen wir. Google Clash, East Win. Ey, danke, Mann. Danke. Wir hatten natürlich mega Ritter. Natürlich, wenn ich einen Beatdown-Ground-Push mache, spiele ich gegen Mega Ritter. Das ist natürlich schon wieder mega nice. So, wir müssen jetzt was Geiles machen. Hey, Digga, what? Der Mega-Ritter war stuck. Warum? Warum war der stuck? Jetzt kommen gleich wieder die Hater, die 8-1 reinschreiben. Chillen mal live, okay? Das Game ist noch nicht gelutscht. Nado 1-2 links gespielt. Haben wir es echt falsch platziert? Nee, oder? Ich hab den Nado doch richtig platziert, oder? Also normalerweise kann man den, glaube ich, so ziehen, aber... Ich weiß nicht, ob das an seinem Placement lag, dass das nicht funktioniert. Weil er hat es halt in der Defense irgendwo platziert, nicht hinten oder so. Ja, jetzt kommen die 8-1er wieder. 7-3, 8-1. Ach, Jungs. Wirklich, wenn ihr denkt, dass ich dieses Match verliere, dann habt ihr mich noch nie clashen sehen. Wir verlieren das Match nicht. Also träumt weiter vom Lose. Wieso ist mein Dings down? Und wieso... Was ist das denn, Mann? Wieso... What the fuck, Mann? Wir verlieren doch. Nee, wir verlieren doch nicht. Was denkt ihr denn? Hallo? Hört mal auf, jetzt zu denken, dass wir verlieren würden. Soll ihr das verlieren würden? What the fuck, Mann? Seid ihr weird? Ich frage mich nur gerade, wieso mein Dings down gegangen war, meine Princess. Ist sie wirklich durch seine Magic Archer down gegangen? Hat er so ein Pro-Play gemacht, dass er das Placement kannte? Er hat gefailed, komplett. Er hat komplett gefailed, Mann. Mein Lumberjack würde... mein Lumberjack wäre gerade einfach an King Tower gegangen, Mann. Kann er bitte keinen Mega-Ritter jetzt bringen? Wait, er hat verloren, oder? Ey, Jungs, guck mal. Wenn ihr denkt, dass ich verlieren würde, dann habt ihr mich noch nie clashen sehen, Mann. Als ob ich das Game verlieren würde. Denkt ihr wirklich, ich würde verlieren, Mann? Als ob, Mann. Was denkt ihr denn? Scheiß Keks, Alter. Was macht der? Ja, Herr Digga, was denkt ihr denn? Ich bin Toprak COC. Natürlich gewinne ich. Chillt mal. Ja, nee, das sage ich jetzt nicht. So, wir spielen die Joker auf den Cage, haben wir gesagt. Ich muss die epischen Joker ja jetzt setzen, sonst kann ich die gleich nicht einsammeln. Wir sind gleich overlevelt sonst. Worauf setze ich die jetzt? Setze ich die jetzt auf den Baby Dragon, mach den gleich Level 9? Oder setze ich die einfach Full Int auf Golem? Weil wir haben ja E-Magic Archer Level 9. Einfach auf Golem, oder? Ihr habt recht. Also pass auf, normalerweise wäre es wahrscheinlich schlauer, Golem Full zu machen, aber weil es in diesem Projekt darum geht, auch alle Karten Level 9 zu bekommen, machen wir den Baby Dragon erst Level 9 und dann gehen wir weiter auf den Golem, weil wir den Baby Dragon auch in unserem Deck eh irgendwann brauchen werden, denke ich. Das heißt, wir haben ihn jetzt fast Level 9, brauchen jetzt nur noch die Joker von gleich und dann machen wir das. Das ist doch ein Plan. Er macht den perfekten Tesla. Willst du mich verarschen? Wer ist das? Wieso weiß der, dass er das so spielen kann? Er hat den perfekten Tesla gespielt gerade. Aber es geht trotzdem klar. Ich glaube, wir gewinnen das trotzdem. Weil wir jetzt den nächsten Lumberjack haben und dann meiner auf dem Turm. Das sollte der Turm sein wegen dem Rage. Ja, wir sollten gewonnen haben. Wir sollten sogar gewonnen haben. Ja. Das haben wir gewonnen. Der Typ hat dick gechoked. Und alle haben sich schon auf die Subs gefreut. Und dann hat er so weggechoked und alle sind so sauer. Aber auch mit Grund an der Stelle. Ihr dürft an der Stelle auch sauer sein auf ihn. An der Stelle hat euch wirklich der Typ 15 Subs einfach geklaut. Da kann man halt auch nicht viel tun, als sauer sein. Schönes Ding. Finde ich gut. Er macht Loon First Player in die Brücke. Ich habe erstmal Hunter als Third Card.
gefällt mir. Aber sein Turm ist down. Let's go! Das ist so gut wie der Win. Let's go. Oh, geiles Ding. Ach, wir kriegen eine Tomate im letzten Game und alle haben sich so auf die Subs gefreut. Alter, ist das sauer, Mann. Wie sauer ihr seid. Könnt ihr aufhören, sauer zu sein? Plus 100-0 WTF. Ich hab Nado Hunter, Mann. Let's go. Lol, ich kann sogar den Firecracker loggen, weil er unterlevelt ist. Oh Gott. Hat er schon aufgegeben oder macht er noch weiter? Ne, macht weiter. Jetzt einfach ein Nado spielen, dann haben wir das verteidigt. Alarm! Wir haben es geschafft. Obwohl ich das noch ein bisschen close. Er hat halt einen günstigen Cycle. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass er uns nicht outcycelt und gleich ein Loon einfach auf einmal an unserem Turm ist. Aber das kriegen wir hin. Oh, der Lama-Jack war so schlecht von ihm. Können wir einfach loggen, dass er down. Okay. Wir spielen die nächsten Miner auf dem Turm. Magic Archer. Alles klar. Alles klärchen. Moin, Nathaniel, was geht? So, wir spielen die Princess, wir spielen den Royal Ghost. Und dann machen wir gleich einfach wieder Nado. Es ist so krass, Nado einfach komplett geil. Sag ich einfach komplett geilen Ballon. Außer unsere Princess geht down. Ah! Wieso ist unser Tower auf 265 Schaden? Hä? Hat gerade das Spell so viel Damage gemacht? Ballon hat. Nein, der Ballon hat keinen Hit gemacht. Hier können wir nicht trollen. Ich hätte ja den Sound gehört. Es kam gar keinen Sound vom Hit. Das hätte man ja gehört. Digga, kann die Truppe mal aufhören, Schaden beim Tor zu machen? Meine auch. Ja, ihr seid witzig, wenn ihr sagt, dass es ein Hit war, aber ein Ballon macht Sound, wenn der eine Bombe droppt. Ihr könnt mir gerne einen Clip schicken, der hat niemals einen Hit gemacht. Niemals. Weil es kam kein Sound für einen Hit. Das wäre dann der größte Bug, den Clash Royale jemals gehabt hätte. Es kam kein Sound für einen Hit. Also macht jetzt kein Auge. Also, Digga. Was war das schon wieder für ein Ballon-Hit hier gerade? Aber easy win. Easy win. Doch, du bist taub. Doch, der war dran. Hä? Legendärer Joker ist da. Bam. Jetzt ist halt unser Problem. Ich kann den Inferno-Dragon einfach Level 10 machen. Ja, geil. Easy. Einfach Inferno-Dragon Level 10. Der ist ja eh in unserem Deck. Geil. Ich hab kein Gold. Ja, wir werden jetzt versuchen, das Gold zu holen eben, damit wir den Fernrang upgraden können. Dafür brauchen wir einen einzigen Ladder-Sieg. Nehmen wir einen Baby Dragon, der killt die Hütte. Hat Floppy Delay drin? Ich hab keine Delay drin. Chef geht um 19 Uhr auf. Ja, ist ja okay. Ich wollte nur ganz kurz mit ihm tauchen. Aber ich glaube, Chef denkt halt, dass ich eine Challenge mitführen will oder so. Will ich aber gar nicht. Aber egal, scheiß drauf, dann halt nicht. Er muss gleich los, deswegen kann er nicht. Ja, okay, dann scheiß drauf. Chef rafft nicht, dass ich einfach nur eine Millisekunde mit ihm tauchen wollte. Nicht mit ihm eine Challenge machen wollte. Natürlich weiß er, dass man Nado spielt. Der Typ ist einfach ein E-Giant Pro-Player. An der Stelle. GG. Aber egal, jetzt ein Golem im Knick. Nee, noch nicht. Einfach Lightning. Er hat Nado gebracht, der diesmal nicht so gut war. Sehr gut für uns. Aber das könnte gut werden, das könnte der Sieg sein, das könnte die Pokale sein, das könnten endlich die fucking Pokale sein. Let's go! Das haben wir gewonnen. Und damit haben wir, glaube ich, auch den Rekord im Free-to-Play-Projekt, wenn ich das richtig weiß. Es könnte sein, dass wir jetzt den Rekord im Free-to-Play-Projekt haben von den Pokalen. Haben wir den Rekord? 5085. War Big Spin schon auf 5085? Nein, er war auf 5083. Wir haben den neuen Rekord im Free-to-Play-Projekt aufgestellt und haben jetzt sogar den... Achso, ich muss die Belohnung einsammeln.
Wir haben jetzt sogar die 5000 Gold kassiert plus den Inferno Dragon Level 10. Let's go, Mann. Einfach Nightwitch, Inferno Dragon und Lumberjack Level 10. Golem brauchen wir 11 Token. Die kriegen wir auch demnächst. Dann haben wir ihn auch Level 10. Und dann haben wir sogar ein Lightning noch drin. Ey, wir haben. Das Deck ist solide, Mann. Freaking solide.